Die Musik bei den Sims hat teilweise fast einen ikonischen Stellenwert, trifft aber nicht jeden Geschmack. Es gibt aber eine Möglichkeit, wie ihr eure eigene Musik ins Spiel bringen könnt, welche dann über die Audioanlage im Spiel abgespielt wird. Alles dazu in diesem Video. Ihr kennt das bestimmt auch. Ihr reist mit euren Sims in eine gemütliche Bar oder zu zweit mit dem Date auf ein passendes Grundstück und werdet plötzlich von nervtötender Musik aus der örtlichen Stereoanlage genervt. Einige deaktivieren genau aus diesem Grund im Spiel die Musik und haben im Hintergrund stattdessen ihre eigene Playlist laufen. Es gibt aber eine ziemlich einfache Möglichkeit, eure eigene Musik ins Spiel zu bringen, die dann über die Audioanlagen läuft und gerade neuen Sims-Spielern ziemlich unbekannt ist. Hierzu brauchen wir erstmal eure Lieblingsmusik im MP3-Format, die ihr entweder bereits auf eurem Computer habt oder über YouTube herunterladen könnt. Kopiert einfach die Video-URL und fügt sie auf Seiten wie x2mate.com ein. Wählt einfach das MP3-Format und schon habt ihr nach einem Klick auf Download die passende Datei. Den Schritt, wie ihr die Musik jetzt ins Spiel bekommt, ist mindestens genauso schnell gemacht. Wechselt einfach in euren Dokumente-Ordner, dann auf Electronic Arts. Geht in euren D-Sims 4-Ordner und dann in Custom Music. Hier könnt ihr nun die Musikdateien in den jeweiligen Genre-Ordner kopieren. In diesem Fall nehme ich Pop. Dieser Trick funktioniert übrigens auch in D-Sims 3. Das Vorgehen ist hier ziemlich identisch. Jetzt könnt ihr das Spiel starten und mit ein bisschen Glück findet ihr dann eure Musikauswahl in der passenden Kategorie an der Audioanlage. Falls euch die restliche Musik stört und ihr ausschließlich eure eigene Musik hören möchtet, ist das auch kein Problem. Wechselt in die Optionen und entfernt einfach im Reiter Musik die Haken bei den Tracks, die euch auf die Nerven gehen. Ein Bereich, in dem ihr wohl keine Haken entfernt, ist der Retro-Musiksender. Hier haben die Entwickler alte Musik aus den anderen drei Teilen eingefügt, die für mich wirklich nostalgisch sind. Irgendwie ist es total witzig und ein nettes Detail, dass wir hier in die Vergangenheit zurückversetzt werden. Hier ist mit einem Update sogar noch mehr Musik hinzugekommen. Hört mal im Spiel rein, falls ihr die Musik aus den vergangenen Teilen nicht kennen solltet. Was denkt ihr zu diesem Feature? Freut ihr euch, eure Lieblingstracks im Spiel zu hören oder findet ihr es besser, die Tracks von EA im Spiel zu haben? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.